Video. Mit Air Video kann man Videos abspielen, die sich auf einem Mac befinden. Auf dem Mac muss dazu die Software Air Video Server laufen. Mit diesem verbindet sich die iPhone-App und ermöglicht so den Zugriff auf ausgewählte Ordner und iTunes-Wiedergabelisten. Hier etwa zeigt die Software einige Dutzend DVB-T-Aufnahmen, die sich auf einer externen Festplatte befinden. Die vom iPhone nicht unterstützten Videoformate wandelt die Server-Software in Echtzeit um. Man kann sogar zu einer bestimmten Stelle springen. Bei einer WLAN-Verbindung ist die Bildqualität ausgezeichnet. Allerdings führt die Videokonvertierung zu einer hohen Auslastung des Prozessors am Mac. 45 und 9 mm Kaliber. Spitzmunition mit Kapseln gefüllt mit Silbernitrat und Knoblauchextrakt. Diese Hochgeschwindigkeitswaffe beschleunigt den Silberpfahl auf 2000 Meter pro Sekunde. Da ihr Sauger kein Sonnenlicht vertragt.